Guten Tag und willkommen zurück hier bei Red Steel. Ups, kleiner Spack bei der Fernbedienung. Jetzt geht's wieder. Wir sind auf einem Schiff und müssen jetzt jemanden befreien. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ich glaube, das Schiff heißt Sakatemaru oder irgendwie so. Ah nee, Makoto müssen wir befreien. Ach, wir sind noch gar nicht auf dem Schiff. Da steht sie. Da ist die Sakatemaru. Da müssen wir drauf. Da werden safe Leute sein, die uns davon abhalten wollen, da drauf zu kommen. Ja, und da kommen sie auch schon. Da sind explosive Fässer. Heißt, die jagen wir direkt in die Luft. Er wurde nicht erwischt. Der andere Typ auch nicht. Was? Oh, und hier standen sogar schon Leute, die sich positioniert haben, damit wir in einen Hinterhalt laufen. Aber zum Glück sind wir nicht vorgerannt, sondern haben erstmal ein bisschen gewartet, um die ganze Situation einschätzen zu können. Und ich glaube, es dürfte noch einer leben. Oder? Ach du Scheiße. Da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Ah. Scheiße. Jetzt kommen sie von allen Seiten. Okay, ich gehe nochmal zurück. Rückzug, Rückzug. Hier hinter Säule ein bisschen verstecken. Einen haben wir auf jeden Fall nochmal. Zwei. Nochmal regenerieren. Und da sind alle da. Obwohl, die Musik endet noch nicht. Könnte also noch einer da sein. Ne, aber das war's anscheinend. Oh, hier sind noch mehr Fässer. Da sollten wir auf jeden Fall drauf achten. Nicht, dass wir dann da in die Fässer reinrennen und dann ein Gegner dann drauf schießt. Da müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Wir sind fast down. Alter, wäre er jetzt vorgekommen und... Das kann auch explodieren. Alles klar. Das war lucky, dass ich da jetzt drauf geschossen habe und nicht... dass da ein Gegner drauf geschossen hat, während ich mich dahinter versteckt habe. Und das war auch gerade mega lucky mit den HP, weil ein Shot und ich wäre down gewesen. Ich hatte safe nur noch ein HP. Alter, Balken war ja eigentlich schon weg. Nur wir haben irgendwie weitergelebt. Das war krass. Okay, nice. Easy weggemacht, aber der ist hinter die Säule gerannt, oder? Ja, da ist er. Zack. Nice. Muss mich erstmal ein bisschen wieder dran gewöhnen an die Steuerung. Weil ich habe ja jetzt ziemlich viel Dying Light aufgenommen und echt lange kein... Nein, du Drecksau. Ich habe echt lange kein Red Steel mehr gespielt. Hier gehen die ganzen Türen zu, das gefällt mir nicht. Da ist eine Kühlkammer. Ja, das ist safe eine Falle. Ich denke, das ist eine Falle. Aber gut. Ich denke, wir müssen hier rein. Ja, war so klar. Das ist ein Ende, Gaijin. Es war so klar, einfach nur. Ripp. Wie gesagt, ich habe sehr lange keinen... Ah, Moment. Vermeide es, sehr intensive Angriffe zu parieren, da sie immer Schaden anrichten. Versuche ihnen auszuweichen. Du kannst die Empfindlichkeit, mit der das Schwert auf deine Bewegung reagiert, im Optionsmenü festlegen. Ja, haben wir ja. Und wissen wir ja auch schon. Okay. Ich habe sehr lange keinen Red Steel mehr aufgenommen. Wie man an den Parts gesehen hat, die ich hochgeladen habe. Ich glaube, der letzte Part kam... Boah, über einer Woche? Tokai wollte sich ja schon für den Paten großzügig zeigen, aber ich glaube, wir kriegen noch einen ordentlichen Bonus. Ja, erzähl nur allen, dass wir mit Tokai Geschäfte machen. Dann hängst du dir ein Tuch am Balken, bevor du deinen Bonus ausgeben kannst. Sakaiero. Ihr könnt es ja versuchen, Leute. Könnt es ja versuchen. Ja. Oh. Hier können wir ankommen. Als ob hier einfach was...
frei ist. Und als ob die das nicht hören. Na gut. Ich glaube, der letzte Part kam vor über einer Woche. Und ja, deswegen muss ich mich einfach erstmal ein bisschen wieder hier reinfühlen. Das Ganze. Und deswegen sorry, falls ich hier noch ein bisschen kacke bin am Anfang. Aber ich denke, das fängt sich schon wieder. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal das Tanto. Und eine Pistole. Hier kommen wir nicht durch. Ah, da kommt jemand, glaube ich. Oder? Wir kommen hier auf jeden Fall nicht durch. Ja, okay, vielleicht gibt es hier einen Schlüssel oder eine Karte oder so. Keine Ahnung. Dann müssen wir... hätte ja auch sein können, dass wir es irgendwie aufhebeln müssen. Aber hier ist doch nichts. Dann müssen wir da drauf schießen. Ja, okay. Ich dachte, das wird zu viel Krach machen. Da auch schon wieder eine Stelle. Wenn man keine Munition mehr hat, dann hat man ziemlich gelitten. Also wenn man irgendwie blöd im Raum rumschießt. Gut, das macht zwar niemand im Raum einfach so rumschießen. Wahrscheinlich niemand. Aber man könnte sich theoretisch darin softlocken. Was ist hier los? Kommt der hier durch? Nein, können wir da durch? Ja, wir könnten. Dann wüssten direkt alle, dass wir hier sind, ne? Scheiß drauf. Let's go. Direkt zwei Headshots. Nice, obwohl der zweite ein bisschen lame war. Weil ich nicht wirklich drauf war. Okay, nice. Wir teilen gerade nur Headshots aus. Wie ging das nochmal? Nein, nein, nein. Warte, warte, warte. Hallo? Zack, runter damit. Let's go, Alter. Geil. Ich denke, wir hätten zwar schon viel mehr Respect Points machen können, weil ich habe ja auch einige gekillt. Aber gut. Zumindest haben wir dann die Funktion auch mal benutzt, weil ich weiß gar nicht, wie oft wir das bisher benutzt haben. Ich kann mich jetzt zumindest an keinen Mal erinnern. Deswegen glaube ich, dass das sogar das erste Mal war. Nee, da kommen wir nicht durch. Wir müssen hier oben lang. Oder wieder zurück. Okay. Können hier zumindest durch. Runter damit. Ihm konnte ich jetzt... Er hat eine Weste fallen lassen? Oh, das ist cool. Das ist echt cool. Okay, ich denke, die Pistole behalte ich sogar. Und nehme mir einfach nur die Shotgun auf. Und ich frage mich gerade, was da hinten war. Hier, die Treppe hoch. Muss ja auch irgendwas sein, oder? Oder sind das einfach zwei Wege, die wir gehen können? Das wäre natürlich auch cool. Ah, hier können wir dann... Okay, hier können wir den ganzen Platz erstmal überblicken. Und denen dann von hier oben ein paar Shots geben. Ah, das wäre echt cool gewesen. Aber gut. Kann man ja nicht wissen. Schade, schade. Hätte ich vielleicht doch erstmal da lang gehen sollen. Na gut. Ist egal. Oh, Speicherpunkt wieder. Hier gespeichert wird und wie nicht flüssig das funktioniert, Alter. Nein, komm schon. Okay, da kommt er direkt zurückgerannt.
Boah, und wie scheiße mein Aim gerade ist. Was soll das? Hallo? Das ist aber auch irgendwie komisch. Seht ihr, wie das manchmal hin und her springt? Versuch schon irgendwie ein bisschen weiter zurückzugehen, weil ich setze ziemlich nah an der Sensorleiste dran. Und das ist halt schon ein Problem. Wenn ihr mal selber Wii gespielt habt, dann wisst ihr auf jeden Fall, wie nervig das ist, wenn man zu nah an der Sensorleiste dran sitzt und der Zeiger dann hin und her springt. Der Cursor, nicht der Zeiger. Nice. Schönes Ding. War jetzt mehr oder weniger lucky. Okay. Jetzt geht's aber wieder. Komm, auf den Feuerlöscher. Verfetzeln direkt. Na komm, hallo. Nice. Eine Granate. Alles klar. Können wir auch noch Granaten werfen? Nee, wir haben keine Granaten mehr. Ja gut, uns wurde aber auch alles abgenommen, ne? Stimmt. Wie ging das nochmal? Runter, ne? Ja, habe ich gedrückt eben. Also wir hatten tatsächlich keine Granaten mehr. Jetzt haben wir freie Auswahl zwischen den Waffen. Tab 12 haben wir ja noch. Und diese Knarre. Tab 42 war das, glaube ich. 89, okay. Hä? Ja, gut, dann na gut. Scheiß drauf. Gibt's die Waffen eigentlich? Das frage ich mich gerade so ein bisschen. Nein, klar, hier eine Pistole und so eine automatische Shotgun wird es geben, aber ich meine, genau die Waffenmodelle meine ich jetzt eher. Ich denke nämlich nicht, dass es die gibt. Real Life. Ich denke, die haben die alle selber erfunden, die Waffenmodelle. Oder designed, besser gesagt. Zack. Alle mit einem Headshot weggemacht. Deswegen mag ich die, die Pistole so sehr. Weil man da einfach viel präziser mit ist. Als mit irgendeiner anderen Knarre. Zum Beispiel mit der Uzi trifft man fast gar nichts. Ach komm, hau ab. Hallo? Oh. Nee, ich mach den jetzt mit dem Schwert. Ist mir egal. Ich mach den mit dem Schwert. Ja, die ganze Zeit nicht will. Die Drecksau, Alter. Mann, ey. Okay. Wir gehen direkt zu ihm rüber. Au, 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 au. Ja, wahrscheinlich. Aktivier's doch früher. Da ist er. Da ist er. Und runter damit. Let's go. So macht man sich einfach. Wie viele Respektpunkte, Alter. Hä? Ist das Bonus? Stimmt, ich glaube, das war Bonus, ne? Woher kriegt man die Schlüsselkarte? Das ist, glaube ich, sogar der erste. Ach, hier. Hier ist eine Schlüsselkarte. Okay. Ich dachte, man muss backtracken. Dann habe ich das als Kind, glaube ich, nie. Als Kiddie, besser gesagt. Nicht mehr wirklich ein Kind. Habe ich das als Kiddie nie wirklich gerafft. Oder oft nicht gerafft oder was auch immer. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich beim allerersten Mal das nicht mitgenommen habe. Unser Ziel erreicht. Die Tür kann jetzt benutzt werden. Welche Tür? Hä? Welche Tür? Welche Tür? Habe ich eine Tür übersehen? Ja, anscheinend, ne?
Okay, wir müssen aber wieder zurück. Sehe ich anhand des Speicherpunktes. Nee, das wäre ein bisschen uncool. Da ist er, da ist er, da ist er. Nein, was? Warum macht er nichts? Warum macht er nichts? Oh Mann, die Drecksau. Ich hab gedrückt. Hallo. Komm her. Warum bleibt jetzt nur in Deckung? Oder was? Okay, da ist er wieder. War das eine Scheiße gerade? Ich hab gedrückt. Nur wollte nicht. Okay. Jetzt kommt die Mechanik sogar sehr oft zum Einsatz. Hä? Hä? Exit. Nee, Moment, Moment, Moment. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt lang? Ach, scheiße, Alter. Okay, hier sind wir lang gekommen, ne? Also da mussten wir den Hebel aktivieren. Und hier, das ist nicht der Raum mit der Treppe, ne? Ne, ich glaube nicht. Müssen wir hier wieder lang? Ich glaube, wir müssen hier wieder lang. Ja. Gut. Das muss auch mal sein, dass man überhaupt nicht weiß, wo man lang muss. Nee, eigentlich muss es echt nicht sein. Das hier ist aber... Nee. Das hier ist nicht neu. Ah, das hier ist der Raum mit der Treppe, ne? Ja, da oben kann man dann lang. Aber ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Nee, ich glaube, wir sind hier überhaupt nicht richtig. Nee, nee, nee. Okay, dann wieder zurück. Und dann mal schauen, wo wir lang müssen. Tür kann jetzt benutzt werden. Ja, das Ding ist halt, wenn man die Tür nicht gefunden hat, die gemeint ist, dann ist das schon ziemlich kacke. Oder jedes Tor oder was. Nee. Hier waren auch mehrere Tore. Es wurde ja auch gesagt, Tür. So ist wahrscheinlich kein Tor gemeint, sondern halt wirklich eine Tür. Wahrscheinlich war die Tür irgendwo mega offensichtlich und ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Ja, okay. Nee, nicht. Moment. Hä? Hat das vorher auch schon so geleuchtet? Ja, alles klar, Alter. Ach, die Tür. Da stand Tür. Da stand Tür. Warum schießt du nicht? Warum wird mir verweigert zu schießen? So. Hier nochmal ein paar Respektpunkte abholen. Haben wir ja auch länger nicht mehr gemacht. Beziehungsweise, ja klar, bei den Bossen haben wir das gemacht. Aber halt nicht bei den normalen. Also können wir hier auch nochmal ein paar Respektpunkte farmen. Uns die Sachen ein bisschen einfacher machen. So, runter damit. War's das? Nein, da ist noch einer. Aber die restlichen, falls noch welche geben sollte... Ja, okay, es gibt noch jemanden. Die werde ich ganz normal machen.
Scheiße. Scheiße, Alter. Gibt's noch welche? Nein, das war's. Alter, da ist es sogar noch mal knapp geworden, ne? Obwohl ich schon so viele mit dieser Aufgeben-Funktion, diese Surrender-Funktion weggeholt habe. Muss ich jetzt lang? Muss ich da hochspringen? An die Kisten? Ne, hier ist eine Tür, ne? Ah, ja. Laut Spiel ist es eine Tür, aber hier ist eigentlich ein Tor. Okay. Und da ist einfach das Schwert, oder was? Warum habe ich ein Holzschwert? Chicksha! Glaubst du, ich bin ein Fisch? Los, versuch doch dein Schwert zurückzubekommen! Hä? Oder? Okay, das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Aua. Kann ich nochmal ausweichen. So kann ich ausweichen. Okay, nice. Zack. Hä, ich wollte es... wollte die Cutter machen. Nur er lässt mich nicht. Er schlägt auch schräg. Er schlägt schräg. Was soll der Scheiß? Und jetzt... jetzt macht er das nicht. Jetzt macht er den Scheiß Schlag nicht mit beiden Schwertern. Ja, komm, ey. Was soll das denn? Ja, Mann. Zack. Jetzt haben wir zumindest mal einmal die Cutter gemacht. Aber eigentlich sollte es möglich sein, das immer wieder machen zu können. Und nicht... jetzt hat er schon wieder nicht gemacht. Es regt so auf. Du kämpfst und zeigst Gnade wie ein echter Samurai-Gaijin. Es regt so unfassbar auf. Du bist dieses Schwertes würdiger als ich. Nimm es und tu, was du tun musst. Ehre. Danke. Du bist weise und voller Gnade. Der Gefangene, den du suchst, befindet sich auf dem Schiff. Sakatemaru. Wirklich? Das hätte ich nicht gedacht. Und da liegt noch unser Schwert. Okay, so wie ich das verstanden habe, war hier einfach nur ein Fischmesser. Er hatte unser Schwert und wir haben hier... das Fischmesser genommen. Ich dachte erst, das wäre unser Messer. Quatsch. Unser Schwert. Wo ich mich allerdings geirrt habe, weil ich wollte gerade sagen, warum steckt unser Schwert einfach hier in so Fischen drinne? Was soll der Scheiß? Aber nee, er hatte unser Schwert und jetzt liegt hier unser Schwert wieder noch auf dem Boden rum. Hä? Was soll das? Warum droppen die das nicht und lassen es dann einen einfach aufheben? Das wäre auch viel geiler, oder nicht? Anstatt, dass man es dann einfach im Inventar hat. Und es dann nochmal auf dem Boden liegt. Sehr Quatsch. Um einen Feind zu entwaffnen, ziele einfach in der Focus-Time auf seine Waffe. Er wird sich dann ergeben. Fordere ihn auf, seine Waffe fallen zu lassen, bewege dazu den Zeiger mit der Wii U-Fernbedienung über ihm mehrere Male auf und ab. Ja, alles klar. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, das war ein wilder Part. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ich sehe mal zu, dass ich hier ein paar mehr Parts Red Steel aufnehme. Und dass wir das dann immer so im Wechsel machen können. Ein Part halt Dying Light 2, ein Part Red Steel. Und ich denke, es sollte dann geiler sein als mehrere Parts Dying Light hintereinander oder mehrere Parts Red Steel hintereinander. Und ja gut. Aber mal schauen. Wie gesagt, es hängt auch immer davon ab, wie ich jetzt hier Bock habe auf die einzelnen Spiele. Deswegen kein Versprechen an der Stelle, dass ich mich auch dran halte, aber ich werde es zumindest versuchen. Gut, dann würde ich sagen,
Vielen Dank fürs Zusehen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.